Marco, danke, dass du einen Moment Zeit hast nach dem Spiel in Krefeld am Ende. 4-0 für die Pinguine. Wie hast du das Spiel aus deiner Sicht heute gesehen? Aus meiner Sicht war es so, dass Krefeld verdient gewonnen hat. Wir haben heute ganz schwer ein Spiel gefunden. Krefeld hat die einfachen Sachen richtig gemacht und deswegen haben sie verdient gewonnen heute. Schwachpunkt bei euch vielleicht heute das Powerplay? Ihr habt es leider alles nicht nutzen können? Ja, das Powerplay haben wir kein Tor geschossen. Wir haben bei 5 gegen 5 kein Tor geschossen, also hat eigentlich nichts gepasst. Ja. Der Spielplan ist im Moment für alle wahnsinnig eng in dieser Saison. Jetzt ist eigentlich für viele Clubs in dieser Woche so eine Phase, wo man mal kurz durchschnaufen kann. Für euch geht es schon wieder direkt weiter. Ihr seid am Mittwoch in Düsseldorf im Einsatz. Bleibt ihr hier oben im Westen oder fahrt ihr heim und kommt wieder hoch? Wir fahren jetzt heim und so viel ich weiß, glaube ich, fliegen wir am Mittwoch nach Düsseldorf. Genau, und dann spielen wir da abends wieder. Du hast jetzt hier in den letzten Wochen in der DL mit guten Leistungen auf dich aufmerksam gemacht. Bist, glaube ich, jetzt in der dritten Saison mit der Förderlizenzgeschichte mit Freiburg und Schwenningen dabei. Wie siehst du so deine Entwicklung? Ich fühle mich richtig gut, muss ich sagen. Klar, ich trainiere viel, gebe jeden Tag mein Bestes auf dem Eis, auch mit unserem Torwarttrainer. Und ich glaube, dass ich mich schon die letzten Jahre weiterentwickelt habe. Wir kennen dich ja noch als Goalie auch der Tölzer Löwen. Ja. Wie betrachtest du denn die Unterschiede so zwischen Oberliga, Dritter Liga, Zweiter Liga, DL2 und jetzt in der DL mit Schwenningen? Ihr seid ja auch mit Schwenningen in dieser Saison wirklich gut dabei. Ihr seid auf dem Weg, euch vielleicht sogar direkt für die Playoffs zu qualifizieren. Unterschiede gibt es von Oberliga zur Zweite Liga und Zweite Liga zur DL ist eigentlich immer das Gleiche. Es wird schneller gespielt, härter gespielt. Die Spieler an sich sind einfach bissiger, hungriger. Teilweise können sie auch mehr, ist ja klar, sonst gäbe es ja keine Unterschiede. Auf jeden Fall gibt es immer sehr viele Unterschiede. Ja. Wie sieht es für dich mit der Zukunft aus? Ich glaube, vertraglich bis zum Ende der Saison. Das klingt aber jetzt gerade so, dass du sagst, da passt alles für mich, oder? Auf jeden Fall. Ich fühle mich wohl in Schwenningen und werden wir sehen, wo es dann hingeht. Also ich würde mich freuen, wenn wir da drüber sprechen können. Ja, wie gesagt, also ich fühle mich da super wohl. Wir freuen uns, dass wir einen jungen deutschen Goalie in der DL haben. Wunderbar. Ich danke dir und weiterhin alles Gute. Dankeschön. Schöner Mittag zusammen. Glückwunsch, Rick. Marian, Krefeld-Mannschaft heute. Der Sieg war verdient. Einfach verdient bei Krefeld. Krefeld war besser in alle Aspekte von diesem Spiel. Schneller, hat mehr Zweikampfsituationen gewonnen. Ganz, ganz mehr effektiv mit Scheibe, Überzahl, Unterzahl. Besser als Schwenning. Wenn wir schauen, die vier Spiele gegen Krefeld diese Saison, zwei von den drei, Krefeld war die bessere Mannschaft und hat nicht gewonnen. Heute die Arbeit von diesem Spiel und natürlich die gute Vorbereitung für das Spiel heute, alle ist zurückgekommen. Krefeld hat das verdient. Meine Mannschaft, wir waren nicht bereit. Und wenn du bist nicht bereit in der DL, du hast keine Chance. Ich kann nicht sagen, es war nicht genug, weil genug ist mehr als was. Genug ist zu viel. Es war null für meine Mannschaft heute. Aber wie ich habe gesagt, Rick und seine Mannschaft hat sehr gut gespielt und hat das verdient. Und wir haben nicht gemacht. Ja, danke. Ja, danke schön, Pat. Guten Abend zusammen. Ja, das ist heute schön. Schwenningen dieses Jahr ist Überraschung Mannschaft gegen die Top DEL Mannschaft. Immer gewinnen, der starke Mannschaft. Und heute manchmal nicht das beste Spiel, aber heute unsere Mannschaft. Wir wollen gewinnen, aber wir wollen gewinnen jeden Spiel. Aber heute war es wichtig für drei Punkte, großer Sieg. Und Marcel Müller war super heute. Der erste Reihe, Pieta, Müller und Umicevic hat gut gespielt. Aber der wichtige Punkt heute ist, alle vier Reihen mit den sechs Verteidigern und der Torwart spielen zusammen für eine Mannschaft.
das ist der Grund, wir gewinnen heute. Und ich habe immer gesagt, unsere Fans und die Unterstützung helfen mit einem Tor jeden Spiel in Krefeld. Und es hat gesagt, unsere Untersaal, Obersaal, alles sehr gut heute. Und ja, das ist ein good feeling, wenn 3 Punkte für Heimspiel. Und Pat, viel Glück in der Hauptrunde. Und ja, jetzt Cologne Donnerstag, so unsere Mannschaft muss be bereit. Dankeschön.